Hallo Leute, mein Name ist Aborok und heute zocken wir zusammen mit Dotmi. Ich habe was ganz Besonderes für euch in diesem Video vorbereitet. Ich habe 25 Fossil Eggs am Start und die sind alle wie dieses Fossil Egg eine Stufe vor Ausbrüten. Das heißt, es wird jetzt Schlag auf Schlag gehen. Ich werde jetzt 25 Fossil Eggs in dieser Folge öffnen und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich einen Dodo oder einen T-Rex bekomme. Und ich hoffe, du bist auch gespannt, weil das ist, glaube ich, sehr interessant. Vielleicht habe ich Glück und bekomme ein legendäres Pet, also sagenhaftes Pet, oder ich bekomme gleich mehrere. Also ich habe die Vermutung, ich werde in dieser Folge zwei sagenhafte Pets bekommen. Ich hatte in den letzten Folgen, ich habe solche Videos jetzt schon öfter gemacht, wo ich mehrere Eggs geöffnet habe und ich hatte da oft Pech, aber ich glaube, jetzt muss ich auch mal Glück haben, jetzt muss ich auch mal ein sagenhaftes Pet bekommen und dann auch bitte gleich mehr als eins. Also ich würde mich da auf jeden Fall freuen und bleib auf jeden Fall dran und falls sich das nicht überzeugt, pass jetzt mal ganz genau auf. Ich gehe jetzt hier rechts in das Geschäft rein und hier kann man sich eine Fly Potion kaufen für 295 Robux. Das werde ich jetzt direkt machen. Ich drücke hier drauf. Jetzt kommt das Robux-Fenster und ich drücke auf jetzt kaufen und jetzt habe ich eine Fly Potion gekauft. Ich habe jetzt nur noch 0 Robux und jetzt habe ich eine, jetzt habe ich hier erstmal $20. Jetzt habe ich hier eine Fly Potion in der Hand und wenn du die Fly Potion haben willst, bleib auf jeden Fall das ganze Video dran. Ich werde dir gleich verraten, wie du die bekommen kannst, weil ich werde die nämlich verlosen. Habe ich schon öfter gemacht und damit mache ich euch immer so eine kleine Freude. Okay, ich würde sagen, es geht los. Wir können direkt das erste Egg ausbrüten. Das ist nämlich kurz vor fertig. Ich muss damit einmal nur noch kurz zum Spielplatz und dann ist das Fossil Egg auch schon ausgebrütet. Die anderen Fossil Eggs, die werde ich alle ein bisschen schneller ausbrüten. Das wird dann immer alles nach und nach, werde ich dann immer die Szenen einblenden. Also das Video hier ist ein bisschen abgehackt. Ich mache auch andere Videos, also check auch gerne mal meinen Kanal aus. Ich mache auch mal Videos, wo ich durchgehend rede, aber ihr wollt ja nicht sehen, wie ich nach und nach ganz langsam die Fossil Eggs öffne, sondern ich werde das jetzt gleich im Video so schneiden, dass das halt alles Schlag auf Schlag geht. So, das Fossil Egg wird jeden Moment ausgebrütet sein und es wird aus. Es brüte gerade aus. Was bekomme ich? Was bekomme ich? Was bekomme ich? Und ein Ground Slot. Okay, das wäre heftig gewesen. Würde ich jetzt am Anfang direkt ein Dodo oder T-Rex bekommen? Naja, so habe ich jetzt einen Ground Slot bekommen. Auch nicht schlecht. Okay, ich würde sagen, jetzt beginnt das Abgehackte. Jetzt blende ich immer nach und nach die Stellen ein, wo die Eier ausbrüten, damit es ein bisschen schneller geht. So, mein Fossil Egg schläft und es ist sofort am Start. Es wird sofort ausgebrütet sein. Bitte ein Dodo oder ein T-Rex, das wäre so nice. Das zweite Pet direkt ein Dodo. Er stellt sich hinter mir. Und es ist ein Dodo. Oh mein Gott, das zweite Pet direkt ein Dodo, ey. Das zweite Pet ist direkt ein Dodo. Richtig gut, ey. Ich habe direkt erstmal beim zweiten Egg habe ich direkt ein Dodo bekommen. Mega gut, ey. Oh mein Gott. Boah, heftig. Also hier, müssen jetzt noch 23 Fossil Eggs sein. Ich habe zwei ausgebrütet und das zweite ist direkt ein Dodo. Richtig gut. Ah, ich hatte gerade schon den Riecher, dass ich mindestens ein sagenhaftes Pet bekomme, weil ich in den letzten Folgen einfach mal so viel Pech habe. Checkt gerne die letzten Folgen aus. Ich habe die Folge hier schon mal für 10 Cracked Eggs, für 10 Royal Eggs und für 10 Fossil Eggs gemacht. Und ich hatte da nicht so viel Glück, aber ich habe jetzt hier einfach mal ein Dodo gekriegt. Oh Mann, wenn das kein gutes Zeichen ist und ich habe ja noch 23 Fossil Eggs. Okay, ich will auch deswegen nicht weiter rumreden. Lass uns direkt mit dem dritten Fossil Egg loslegen. Let's go. Und mein Fossil Egg hat Durst. Es bekommt etwas zu trinken. Und das wäre so nice, wenn das dritte Fossil Egg jetzt auch ein Dodo oder ein T-Rex wäre. Was wird es? Was wird es? Was wird es? Was wird? Oh, ein Glyphododum. Aber nicht schlecht. Und was bekommen wir aus dem vierten Fossil Egg raus? Das würde mich jetzt mal extrem interessieren. Also über Mammuts würde ich mich auch sehr freuen, weil ich möchte wieder einen Neon-Mammut haben. Und das mag ich gar nicht. Ich mag den Petrodactyl gar nicht. Aber ich hatte ja vorhin auch schon Glück mit dem Dodo. Deswegen geht es jetzt einfach mal weiter. So, ich habe mich mit meinem Fossil Egg jetzt hier in eine Schule reingesetzt und ich bin gespannt, was wir jetzt für ein Pet bekommen. Also ein Mammut wäre auch sehr nice, wenn ich mal einen Mammut bekomme. Was ist das? Ach, das ist ein Mammut. Lol, wie cool. Ich habe direkt einen Mammut bekommen. Auch nicht schlecht. Wie viel habe ich denn davon jetzt? Wie viel habe ich davon jetzt? Ah, cool. Ich habe wieder zwei von den Mammuts. Jetzt fehlen nur noch zwei. Dann kann ich wieder einen Neon machen. Okay, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Egg. Das müsste doch jetzt das fünfte sein, oder? Wenn ich mir nicht verzähle. Egal. Let's go. Okay, Leute. Mein Fossil Egg hat Durst und kriegt etwas zu trinken. Mit dabei sind Dirap und Synte-TV. Grüße gehen raus an die beiden. Und ich bin gespannt, was aus meinem Fossil Egg kommt. Und ich bekomme wieder einen Glyphododum. Und es geht direkt weiter mit dem nächsten Fossil Egg für euch. Und was bekommen wir? Was bekommen wir? Ein Stegosaurus. Okay, davon habe ich auch schon einige. Egal, wir machen mit dem nächsten Egg weiter.
Und mein Fossereck ist gerade duschen. Was kommt raus? Was kommt raus? Ein T-Rex! Nice! Das zweite sagenhafte Pet. Ich habe einen T-Rex bekommen. Mega cool. Vorhin habe ich einen Dodo gekriegt, jetzt einen T-Rex. Oh Mann, ey. Dann muss ich direkt weitermachen. Vielleicht kriege ich noch ein sagenhaftes Pet. Und ich bin mit meinem Fossereck an den Hot Springs oder an dieser komischen, ja, heißen Quelle. Und was bekomme ich jetzt? Was bekomme ich jetzt? Oh, wieder ein Stegosaurus. Ja gut, ich hatte ja gerade den T-Rex, dann kann ich damit leben. Und wir machen weiter mit dem nächsten Fossereck. Und mein Fossereck, mein nächstes Fossereck bekommt etwas zu essen. Und was kommt raus? Bitte wieder ein Mammut. Bitte wieder ein Mammut, das wäre so nice. Bitte, 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 bitte. Und was bekomme ich? Oh, ein Dilphosaurus. Ja, nicht schlecht. Und ich bin hier gerade am Campen. Mein Fossereck ist hinter mir. Und was bekomme ich? Über ein legendäres Pet und einen Mammut würde ich mich freuen. Aber ich bekomme einen tasmanischen Tiger. Das schlechteste Pet. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich habe schon einen Dodo und einen T-Rex bekommen. Also geht's direkt weiter. Und mein Fossereck ist gerade am Duschen. Ich bin gespannt, was es wird. Bitte ein Mammut oder ein T-Rex oder ein Dodo. Und nein, es ist ein Pterodaktyl oder wie man das Ding ausspricht, geworden. Okay, ja gut. Aber wir machen direkt weiter mit dem nächsten Deck. Ich denke, wir müssen jetzt in die Schule oder so. Und ich hatte recht, ich bin in der Schule und ich bin gespannt, was jetzt aus dem Fossereck rauskommt. Und? Och nein, schon wieder so ein Ding. Okay, aber ich hatte ja auch Glück. Ich bin gespannt, was ich jetzt bekomme und was wird. Oh nee, och Mann, ein Stegosaurus. Och, okay. Und mein Fossereck ist sauber, es war gerade duschen und ich bekomme einen Mammut. Nice, jetzt habe ich drei Mammuts, jetzt fehlt mir nur noch eins, dann kann ich es wieder Neon machen. Da freue ich mich richtig drüber, weil ich habe meinen Neon-Mammut ja weggetradet. So, und ich bin jetzt mit meinem Fossereck auf dem Spielplatz und was bekomme ich? Was bekomme ich? Ich bekomme einen, hier, Triceratops. Nicht schlecht, habe ich schon lange nicht mehr bekommen. Let's go, wir machen weiter. Und mein Fossereck brütet aus, was bekomme ich? Och nö, schade, einen tasmanischen Tiger. Was bekomme ich jetzt aus meinem Fossereck, was gerade hinter mir ausgebrütet wird? Was bekomme ich jetzt? Bitte, bitte ein drittes sagenhaftes Pet. Nein. Okay, aber diesen Säbelzahntiger, der ist auch nicht schlecht. Den nehme ich auch gerne. So, ich habe einmal das Fossereck in die Dusche reingetan. Und ich bin jetzt mal gespannt, welches Pet aus der Dusche herauskommt. Das Fossereck kommt rein. Und was kommt raus? Es kommt wieder ein Säbelzahntiger raus. Ich hatte doch gerade schon einen. Mega cool. Okay, jetzt geht das nächste Fossereck los und ich glaube, wir müssen wieder zur Schule, weil nach dem Duschen kommt eigentlich immer die Schule. Es könnte auch sein, dass das Fossereck jetzt Hunger hat, aber ich gehe schon mal in die Schule. Und ich hatte recht, ich muss mit dem Fossereck in die Schule und ich finde die Botschaft, die hier an der Tafel steht, richtig nice. Richtig nice. Aber wir machen jetzt was ganz Geheimes und zwar schreibe ich hier jetzt mal ABC an die Tafel und das musst du in die Kommentare schreiben. Okay, ich droppe mal eben kurz mein Egg und hole einmal kurz etwas zu essen raus. Und zwar hole ich hier die Fly Potion raus. Und wenn du die Fly Potion haben willst, schreib mir deinen Roblox-Namen plus ABC in die Kommentare und dann nimmst du an der Verlosung teil, um diese Fly Potion zu gewinnen. Ich werde morgen Nachmittag den Gewinner bekannt geben. Ich werde den Gewinner, den Kommentar von dem Gewinner anpinnen und ihn antworten. Und dann hat derjenige gewonnen. Also, du musst einfach nur ABC und deinen Roblox-Namen in die Beschreibung. Oh mein Gott, und ich habe einen T-Rex bekommen. Nice. Oh, mega cool. Mega cool. Richtig nice. Ich habe einfach mal einen T-Rex bekommen. Richtig heftig. Okay, ich hole mir aber schon mal schnell das nächste Fossereck raus. Wo ist das nächste Fossereck? Da ist das nächste Fossereck. Also, du musst deinen Ingame-Namen plus ABC in die Kommentare schreiben. Dann nimmst du an der Verlosung für diese Fly Potion teil. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Hoffentlich hast du so viel Glück wie ich heute. Grüße gehen raus an Pandis Welt. Ich muss mein Fossereck einmal eben füttern. Pandis Egg ist eine richtig lange Abonnentin von mir. Und er hat sich mehrere Cerberus besorgt, die er Neon machen will. Oder sie. Mega cool, aber ich habe nur einen tasmanischen Tiger gekriegt. Ist aber nicht schlimm. Ich mache mit dem nächsten Fossereck weiter. Und ich bin hier wieder am Tanzen. Was kommt aus meinem Fossereck raus? Oh, Pandis Welt hat sich zu mir teleportiert und ich habe einen Stegosaurus bekommen. Okay, Leute. Jetzt bleibt auf jeden Fall noch dran. Wir haben noch drei Versuche, ein sagenhaftes Pet zu bekommen. Ein weiteres sagenhaftes Pet. Und ich habe ja auch noch die Verlosung mit der Fly Potion am Start. Und jetzt haben wir wieder die große Quizshow. Ein Fossereck geht in die Dusche und welches Pet kommt raus? Auch wenn das mal immer so wäre. Ach nee, wenn das... Och Mann, jetzt habe ich schon wieder einen tasmanischen Tiger gekriegt. Jetzt habe ich nur noch zwei Versuche. Och Mann.
Und ich bin hier wieder am Hot Spring und jetzt wird mein zweitletztes Eck ausgebrütet. Bitte sagenhaft, bitte sagen. Oh mein Gott, wieder ein T-Rex. Nice, wieder ein sagenhaftes Pet. Richtig nice, wieder ein sagenhaftes Pet. Oh mein Gott, jetzt geht der letzte Versuch los, der letzte Versuch. Das wäre nice, wenn ich jetzt zum krönenden Abschluss wieder ein Dodo kriegen würde. Das wäre echt heftig. So Leute, ich bin auf dem Weg mit meinem Fosse-Eck zum letzten Task. Ich habe hier den Regenbogen-Kinderwagen, mega cool. Pandis Welt war hier gerade auch noch irgendwo. Okay, jetzt ist sie weg, egal. Ich bin gespannt, was aus meinem Fosse-Eck rauskommt. Dann kann ich das Patty direkt in meinen Regenbogenwagen reinsetzen. Und was wird es? Was wird es? Bitte ein Dodo, das wäre so cool für den Abschluss. Ah, ein Fosse-Eck. Nee. Okay, nicht schlimm, nicht schlimm. Hier ist es ein Pterodactyl oder wie man das Ding ausspricht geworden. Aber okay, ist nicht schlimm. Ich würde sagen, ich hatte eine richtig gute Ausbeute in dem Video. Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Finde ich richtig gut. Hatte ich richtig Glück. Und wenn du wissen willst, wie du diese Fly Potion bekommen hast, dann hast du vielleicht nicht richtig aufgepasst oder du hast es vergessen. Schau nochmal im Video vorbei. Ich habe das irgendwo in der Mitte des Videos erwähnt, wie du diese Fly Potion gewinnen kannst, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen. Morgen Nachmittag werde ich den Gewinner bekannt geben, wer diese Fly Potion gewonnen hat. Und um daran teilzunehmen, musst du einen ganz besonderen Kommentar in die Kommentare schreiben. Danke, dass du das ganze Video angeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.